So, hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elex. Wir sind jetzt in Folge 112 und ja, das letzte Mal ist schon etwas länger her, aber da haben wir den Bossgegner besiegt. Und in der heutigen Folge haben wir nur noch eine letzte Quest übrig und zwar die Zukunft Magalans. Ja, und da geht es darum, dass wir mit den einzelnen Leuten reden, also mit allen Anführern, die es so hier in der Welt gibt, was die denn jetzt ja zu diesem Ende sagen. Wir haben den, gibt ja drei verschiedene Enden, also entweder das richtig gute Ende, also wenn man sehr viele Gefühle hat, dann bringt man im Prinzip die Maschine um, genau zu sein, den Hybriden hier oben, den bringt man da um. Wir haben jetzt so den mittleren Weg, also die ja gefühlsmäßige Balance. Das heißt, wir lassen den am Leben, setzen den aber in reines Mana-Herz ein und somit kriegt der Hybrid immer mehr Gefühle. Und der letzte Weg, wenn man richtige Gefühle hat, der ist dann halt so, dass man sich den Elexitoren anschließt, selber einer wird und die Maschine am Leben lässt und im Prinzip die Direktive wieder durchsetzt. Genau, und jetzt wollen wir, wie gesagt, mit den einzelnen Leuten reden. Und da fangen wir mal bei, wie hieß er gleich noch? Ich glaube, Zarek oder so. Tarek hieß er. Genau. So. Genau, bei dem fangen wir jetzt einfach mal an in der Folge. Es ist vollbracht. Die Maschine hat ihre Arbeit endlich aufgenommen. Bald werden wir die Früchte unserer harten Arbeit ernten. Ich schätze, du wirst dich in Zukunft an einige Dinge gewöhnen müssen. Ja. Der Hybrid wird uns allen die nächste Ich habe ihm das Mana der Berserker zu Kosten gegeben. Wie? Ich verstehe nicht. Das reine Elex wird die Maschine nicht mehr allein speisen. Hier wird sich in Zukunft einiges ändern am Hofe des Eispalastes. Aber wenn es stimmt, was du sagst, dann ist unsere Zukunft nicht mehr eindeutig vorherbestimmt. Richtig. Es wird ein Abenteuer. Und das ist auch gut so. Unser Volk wird umdenken müssen. Der Halt allen Lebens wird ab heute unsere oberste Direktive sein. Nun gut. Ich werde darüber nachdenken. Und alsbald meine Arbeit am Wiederaufbau von Xakor beginnen. Doch dem Verräter Zardom darf keinerlei Chance mehr gewährt werden, diesen zu stören oder gar zu verhindern. Ja. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich muss zugeben, ich habe deine Fähigkeiten unterschätzt. Als ich von deiner Exekution erfuhr, hätte ich niemals mit deiner Rückkehr gerechnet. Jeder andere an deiner Stelle wäre gescheitert oder hätte sich abgewendet. Doch was du geschafft hast, wird noch lange unser aller Schicksal bestimmen. Geh nun und erledige deine Aufgaben als Vollstrecker der neuen Direktive. Alles wohl dem Volk der Alps. Alles wohl dem Volk der Alps. Ja, also Tarek zieht das schon mal ein. Der findet das jetzt nicht so schlimm, dass der Hybrid mit Mana gespeist wurde. Ich meine, er existiert ja im Prinzip noch und die Alps existieren auch noch. Mal schauen, was unser Bruder sagt. Wie geht es dir? Je näher ich mich der Kammer des Hybriden näherte, umso schlimmer wurden meine Kopfschmerzen. Der Hybrid hatte irgendetwas mit mir gemacht. Er wollte nicht, dass ich zu ihm komme. Ich war bei ihm. Er war in der letzten Phase seiner Vorbereitung. Jetzt wird er die Maschine betreiben, um das Elex zu verarbeiten, das wir ihm hierher gebracht haben. Das heißt, der Krieg ist vorbei? Vorerst, Bruder. Doch die Menschen müssen auf das Kommende vorbereitet werden. Ich werde dir helfen. Dich kann ich besser hier im Eispalast brauchen. Sorge dafür, dass die letzten Zweifler an unserer Sache eliminiert werden. Jeder, der sich gegen uns stellt, soll aus dem Weg geräumt werden. Also alles wie immer. Ja, nur dass wir jetzt ein anderes Ziel verfolgen. Unser Volk zu schützen und wieder aufzubauen ist jetzt unsere oberste Direktive. Ja, so sei es. Du kannst dich auf mich verlassen, Bruder. Ich weiß. So, Kallax unterstützt uns ebenfalls. Gut, dann gibt es hier vorne jetzt noch den guten Thorald, mit dem wir reden können.
Ja, da sind wir auch nicht unbedingt schneller, wenn wir da außen rumlaufen. Das heißt, wir laufen einfach ganz normal nach da vorne lang. So. Ja. Elex übersehen. Auch. Eigentlich vor lauter Freude, dass ich hier, ja, in Eispalast reingekommen bin. Da haben wir uns ja so lange drauf vorbereitet, genau das zu erreichen. Ja, und hier rechts ist ja der Gleiter reingeflogen. Also unser Kollege hat den reingeflogen. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Aber ja, der ist halt dabei draufgegangen. So, da hinten haben wir ein Moloch. Ah ne, ein Patron. So, da hat unseren Typ direkt mal getötet. Ja, also wenn es noch sowas wie Mana-Regeneration gäbe, würde ich ja extrem feiern. Ah ja, habe ich im Eifer des Rechts sogar noch ein Ops über. Ja, und da hinten ist Thorald. Mal schauen, was er so. Ist es endlich geschehen? Hast du den Hybriden umkehren können? Er wird ein neues Zeitalter einläuten. Es ist vollbracht. Genau so, wie du es wolltest. Das Mana wird seine Systeme mit der Zeit gefügig machen. Endlich. Soll sich meine harte Arbeit am Ende doch noch auszahlen? Es hat schon begonnen. Seine Selbsterkenntnisse und Emotionen sind sehr tiefgreifend. Ab jetzt steht der Hybrid auf der Seite der freien Menschen von Magalan. Die Alps allerdings. Nun, sie werden so schnell noch nicht akzeptieren, dass ihre Zeit nun vorbei ist. Viele von ihnen werden weiterhin das Elex in den Norden bringen, in der Hoffnung, damit die nächste Evolutionsstufe zu erlangen. Solange sie das tun, werden sie auch nicht aufhören, uns zu bekämpfen. Ja, aber das ist nicht wichtig. Allein was zählt ist, dass wir von jetzt an in der Gewissheit leben, dass es sich bessern wird. Ich fürchte, das wird es nicht. Der Hybrid hat das Elex sammeln lassen, um Magalan auf die Ankunft einer höheren Spezies vorzubereiten. Er nennt sie selbst die Wissenden. Und sie werden bald schon hier bei uns sein. Ja. Ich hatte so etwas schon befürchtet. Doch ich war zu verblendet, um es wahrhaben zu wollen. Töricht von mir zu glauben, dass die Ankunft des Meteors das einzige sein würde, das uns hier unten erreicht. Wie viel Zeit wird uns noch bleiben? Ich weiß es nicht. Die Rede war von wenigen Jahren. Gut. Dann werden wir uns vorbereiten müssen. Die Zeit wird von heute an unser ärgster Feind. Ich werde mich gleich an die Arbeit machen. Du hast Großes vollbracht. Ohne dich wären wir vermutlich schon alle verloren. Du kannst wahrlich stolz auf dich sein. Die Menschen werden deine Beharrlichkeit und deine Stärke auch in der Zukunft brauchen. Ich hoffe auch weiterhin an deiner Seite stehen zu dürfen, wenn es beginnt. Also, gib auf dich Acht, bis wir uns wiedersehen, mein Freund. Ja, jetzt haben wir auch eine neue Stufe erreicht. Ob ich nicht brauchen. Ja, Zardom, der wird uns hier direkt angezeigt. Also es ist nicht so schwierig, ihn zu finden. Ja, und dem müssen wir jetzt ein Ende bereiten. Deswegen machen wir uns gleich mal direkt auf den Weg. Ah, da müssen wir noch über den gefrorenen See.
Ah, da hinten sind Soldaten. Ja, da wären wir fast wieder den Berg runter. Anna mehr. Ah. Ah, nicht noch. Ja, ich muss mich trotzdem immer wieder dazu äußern, dass ich die Axt nicht so toll finde. Also da finde ich das Schwert wesentlich geiler. So. Das Schwert, das kämpft sich auch einfach anders. Da dreht er sich nicht so oft. Also ich finde nicht ganz schlecht. Ja, auch mal wieder auf unsere Einhandwaffe wechseln. Ach, hat er jetzt eh schon. Sehr schön. Das geht so nicht. So. Na dann, Zardom ist ein rasches Tief. Und jetzt werden wir ihn die mal nicht entkommen. Wie hast du mich gefunden? Das war nicht so schwierig. Ich glaube, ich kenne so langsam deine Pläne und Gewohnheiten. Du kennst meine Pläne, sagst du? Dann weißt du ja auch, was ich als nächstes vorhabe. Ja, aber es wird dir nicht gelingen, den Platz des ersten Elexitors einzunehmen. Wer soll mich daran hindern? Du? Meine Armee wird euch alle das Fürchten lehren. Bald schon werdet ihr bereuen, dass ihr euch mit mir angelegt habt. Ja. Mich wirst du nicht so leicht besiegen. Deine Ziele sind jedoch nicht mit meinen oder denen der Alps vereinbar. Ich habe schon bald die Kontrolle über die Belange der Alps und der freien Menschen. Du bist sehr stark geworden und du hast eine Beharrlichkeit, die seinesgleichen sucht. Doch einen Fehler hat deine Rechnung. Du hast mich von Anfang an unterschätzt. Das wird dir nun zum Verhängnis. Jetzt wird abgerechnet. Ich würde mal sagen, der wäre der Erste. Hat der jetzt wieder voll Leben? Was? Oh, was ist denn das für ein... Hatten der voll Leben gekriegt? Sehe ich nicht. So, das drücken wir natürlich durch. Mich wird da...
Jetzt wird abgerechnet. So, da ist er endlich tot. Oh fuck. Dach dazu mal nix. Oh, jetzt dürfen wir nochmal gegen den. Oh Mann. Ich hab nicht gesehen, dass dahinter noch ein anderer Dings. Jetzt wird. So, jetzt speichern wir aber auch erstmal. So, der Zyklop ist tot. Dann gehen wir mal zum Südpass. Da ist Logan. Ach, falscher Trank. Ich hörte, du warst bei dieser Höllenmaschine, dem Hybriden. Und wenn es so wäre? Was hat er denn gesagt, der große Meister? Er hat eine Ladung Mana zu schmecken bekommen und wird in Zukunft ziemlich umgänglich sein. Was? Echt jetzt? Du bist in seine Höhle gekrochen und hast ihn mit dieser Berserker-Scheiße vollgepumpt? So könnte man es sagen. Also entweder bist du nur ein Maulheld, der auf die Kacke haut, um ein paar Splitter zu ergaunern, oder, was noch viel schlimmer wäre, es stimmt, was du sagst, und jetzt schwappt die ganze Berserker-Grütze auch noch aus dem Norden auf uns ein. So oder so, gibt es keinen Grund mehr für mich, dich weiterhin am Leben zu lassen, du Penner. Je eher du dich von dieser Welt verabschiedest, umso besser für uns alle. Verfluchter Drecksack! Mensch, da haben ja die anderen mehr ausgehalten als Logan. So, also ich glaube, die Outlaws sind damit.
Was soll man denn jetzt eigentlich skillen? Ergon haben wir jetzt alles gelernt. Längst alles. Kämpfen haben wir auch schon längst alles wichtig. Naja, skillen wir ein bisschen stärker. Harder zuhauen. So. Dann geht's als nächstes. Verlegt nach Abessa. Boah, der Händler weiß auch nicht so richtig, wie er sich verteidigen soll. Warum die jetzt aufs Maul wollen? Ah, das sind so kleine Bugs, dass man... Da fehlt diese Unterscheidung zwischen... Ja, kämpfen gerade Menschen gegen... Oh je. Das ist auch schon wieder so. Solche Stellen, solche Hänge, ne? Das ist in jedem scheiß Spiel oder in vielen Games buggt das dann einfach total. So, wir konnten den Händler jetzt leider nicht retten. Ja, ist halt eine raue Welt. Wer ist denn da? Genau, sieh zu, dass... Die Situation spitzt sich immer weiter zu. Abessa ist zu einem Schmelztiegel des Krieges geworden. Es wird sich bald alles ändern. Der Hybrid wird nun durch eine Mischung aus Elex und Mana beeinflusst. Durch dieses Gleichgewicht wird er bald in der Lage sein, uns zu helfen, die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Dann ist der Kampf gegen die Alps also vorbei? Noch nicht ganz. Viele von ihnen haben noch nicht begriffen, was auf sie zukommt. Ich hoffe, dass wir schnellstens wieder Ruhe und Ordnung in unser Land bekommen. Nur eine Frage der Zeit. Gut. Dann lass uns dafür sorgen, dass wir diese heiße Phase überstehen. Also, pass auf deinen Rücken auf. Oh. Na komm. Nur noch eine Amtszeit. Dann kann ich in den Ruhestand. Nur noch... Ach so. Dann haben wir das schon mal gemacht mit dem, wo das. Ja, wo sich die Banditen hier, also im Prinzip Diebesgilde versteckt. Gehen wir mal ins Lager der Mitte. Reden dort mit unseren einzelnen Volksleuten. Hier, das habe ich für dich zubereitet. Ich hoffe, es schmeckt dir. Ist mir sehr gelungen. Die Qualität ist unglaublich. Probier es selbst. Mhm. Ich war immer der Meinung, dass der Hybrid über allem steht. Und am Ende sehe ich mich wieder bestätigt.
Nur mit dem Unterschied, dass dir sein zukünftiges Verhalten von jetzt an sehr befremdlich vorkommen wird. Interessant. Ich habe größte Achtung vor deiner Leistung. Hochgradige Effizienz, unbeirrbare Zielstrebigkeit und ein scharfer Verstand. Das sind wie immer die vorwiegenden Eigenschaften, die dich auszeichnen. Commander, Magalan gehört den Alps. So sehe ich das und werde es auch immer so sehen. Alle anderen haben sich uns unterzuordnen. Und wenn es noch Jahre dauert, bis die anderen Gemeinschaften vernichtet oder unterworfen sind, am Ende werden wir die alleinige Herrschaft übernehmen. Die Berichte aus dem Norden sind ziemlich widersprüchlich. Keiner hier weiß so recht, was da oben wirklich geschehen ist. Ein Verrücken der Machtverhältnisse. Doch der Hybrid ist nun auf der Seite der freien Menschen und wird uns helfen, die Zukunft zu gestalten. Die Alps scheint das aber nicht besonders zu interessieren. Ich habe noch vor einigen Stunden eine ihrer üblichen Patrouillen durch den Pass marschieren sehen. Ja, aber das ist nicht mehr wichtig. Alles, was dich jetzt interessieren sollte, ist die Befestigung dieser Anlage. Ein großer Sturm wird auf uns zukommen. Wann? In ein paar Jahren werden die Dinge sich grundlegend ändern in Magalan. Du warst dort, nicht wahr? Du warst im Eispalast. Du warst bei ihm und hast die Zukunft gesehen. Ja, und wenn wir ein Teil dieser Zukunft sein wollen, müssen wir uns wappnen. Ich werde euch zeigen, wie. Das ist beruhigend und aufregend zugleich. Aber es klingt nach Zuversicht. Wir haben dir viel zu verdanken. Also vielen Dank, mein Freund. Dann lass dich nicht weiter aufhalten. Du hast sicherlich noch andere Dinge zu erledigen. Wir sprechen später. Sonstige Neuigkeiten? In der Wüste und Edan scheint sich die Situation um die Alps zu entspannen. Doch aus Abessa und Ignadon erreichen uns immer öfter Berichte über Kämpfe der freien Menschen gegen die Kriegsmaschine der Alps. Wir müssen wachsam bleiben. Logan. Ja, ja. Er ist tot. Naja, Hauptsache du weißt, worauf du dich da eingelassen hast und kannst damit umgehen. So, dann hast du es also geschafft. Hast du es getötet? Nein. Der Hybrid hat aufgegeben. Warum hast du ihn nicht gleich? Ach, was soll's. Fast schon schade, dass die große Keilerei jetzt vorbei ist. Irgendwo müssen doch noch ein paar mehr Eisklötze sein. Beeindruckend, wozu ein Mensch allein imstande ist. Du hast die Bestie besiegt und darüber hinaus noch einen Weg gefunden, dass sie nun weiß, was es heißt, ein fühlendes Wesen zu sein. Das wird dir so schnell niemand nachmachen. Es gibt noch so vieles zu entdecken. Gerade jetzt, da der Krieg vorbei ist, wird vieles sehr viel einfacher zu erkunden sein. Dir geht es gut, wie ich sehe. Wie steht es um den Hybriden? Ich konnte ihn überzeugen, seine Feindseligkeiten einzustellen. Dann hat Thorald also immer recht gehabt. Beeindruckend. Naja, das ist ja jetzt vorbei. Du weißt, dass ich dich liebe, oder? Ja. Ich wollte es nur noch einmal gesagt haben. So, der dort hat nichts zu sagen. Ich... Uras. Ein tapferer Krieger, das ist es, was du für mich bist. Du hast den größten Gegner, den Magalan je hervorbrachte, besiegt. Wie geht es nun weiter? Werden wir jetzt in Freiheit leben können? Ja, der Hybrid wird uns helfen, die kriegerischen Alps wieder zu beruhigen. Dein Mut ist unvergleichbar. Ich verneige mein Haupt vor dir, großer Krieger. So, dann haben wir Harley, der hat ja unseren Kleider zusammengebaut. Du hast es geschafft, nicht wahr? Ja, der Hybrid hat seine Lektion gelernt.
Es wird eine Zeit dauern, bis er seine neue Rolle als Hüter des Lebens vollends akzeptiert hat. Doch die schwierigste Hürde ist erst einmal genommen. Ich habe auch nichts anderes von dir erwartet. Ach ja? Okay, ich bin mal ganz ehrlich. Als ich dich das erste Mal sah, dachte ich, der zur Hölle? Aber am Ende hast du nicht nur den Krieg entschieden, sondern du kümmerst dich auch noch um die kleinen Leute. Dass du wieder hier bist und mir von deinen Taten berichtest, spricht nur für dich. Können die Leute ja sagen, was sie wollen, aber ich finde dich echt okay. Danke. So, und jetzt Schluss mit dem Gelaber. Ich habe noch zu tun. So, dann haben wir unser Lager der Mitte erstmal abgeschlossen. Und in der nächsten Folge machen wir dann noch die restlichen Abenteurer. Ich verabschiede mich echt herzlich. Bis dahin, ciao euch. Adas.